Hallihallo Freunde und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Projekt. Wir spielen heute Evoland. Es ist ein Spiel von Giro Games, das 2013 rausgekommen ist, also schon ein paar Jahre auf dem Buckel hat. Ich habe damals ein Let's Play dazu geguckt, 2013. Ich habe aber gar nichts mehr im Kopf. Ich habe jetzt gerade eine Viertelstunde angespielt, um zu gucken, ob alles passt. Deswegen haben wir hier einen Spielstand, aber ich würde sagen, wir fangen jetzt einfach mal ein neues Spiel an. Wenn ihr irgendwelche Geräusche im Hintergrund hört, das ist meine Freundin, die gerade Labo zusammenbaut, Nintendo Labo. So, wir haben die rechte Taste freigeschaltet. Das heißt, wir können nach rechts laufen. Super, und hier schalten wir die linke Taste frei. Immer nach rechts gehen ist öde, nicht wahr, Mario? Die 2D-Bewegung. Jetzt können wir uns schon in vier Richtungen bewegen. Krass, und wir kriegen einen einfachen Bildlauf, mit dem wir uns über mehrere Bilder bewegen können. Soundeffekte, dadurch wird das Spiel gleich viel lebendiger. Und da kriegen wir direkt den glatten Bildlauf. Da hätten wir den abgehackten Bildlauf hier überhaupt nicht gebraucht eigentlich. So, hier bekommen wir das Schwert. Jetzt könnt ihr böse Monster töten und Gebüsch niedermähen. Primär Gebüsch niedermähen. Hier, können wir auch noch mal ein bisschen backtracken. Denn hier haben wir noch eine Stelle, wo wir uns durchsäbeln können. Und hier bekommen wir einen Stern. Das sind quasi die Collectibles des Spiels. Nicht nur quasi, das sind die Collectibles des Spiels. Ich glaube, 25 oder 30 gibt es. Ich bin mir gerade nicht sicher. Auf jeden Fall können wir jetzt hier durch und schalten Monster frei. Vorsicht, berührt sie nicht. Denn das Vorführeffekt. Ich kann nicht weitermachen, weil ich keinen Speicherstand habe. Weil wir Speicher noch nicht freigeschaltet haben. Der Vorführeffekt, da wir weder speichern können, noch die Energieleiste freigeschaltet haben, sind wir natürlich mit einem Treffer besiegt. Das heißt, wir müssen jetzt ganz schnell hier nochmal alles holen, was wir geholt haben. Da ist leider auch der Stern mit dabei. Die Sterne bleiben leider auch nicht gespeichert, was etwas doof ist, aber das wird kein größeres Problem im Laufe des Spiels werden. Wir kriegen recht schnell die Möglichkeit zu speichern. Und generell gibt es, glaube ich, keine Stelle, wo Gegner wirklich ein Problem werden, beziehungsweise keine Stelle, bei der Gegner ein Problem werden und wir nicht mehr Energie, also mehrere Herzen haben. So, dann machen wir das jetzt mal ganz vorsichtig, dass die Gegner aus dem Weg sind. Und wir schalten musikfrei Evoland-Melodie seit 2012 ganz oben in den Charts. Der Evoland-Soundtrack. Und hier bekommen wir auch schon die Speicherpunkte. Eine Entwicklung, die Computerspiele für immer revolutioniert hat. So, jetzt muss ich hier ganz kurz schauen. Hier haben wir einen Stern. Und hier geht's. Noch mehr Secrets! Die Karte Fledermaus. Eine neue Karte, um Doppelzwilling zu spielen. Was das ist, werden wir auch noch rausfinden. Beziehungsweise, ja, doch. Es wird uns ziemlich OMG-Farbe. Die 16-Farben-Anzeige. Huiuiuiui. Da sieht das Spiel ja gleich richtig modern aus. Ich finde, das ist so einer meiner... Der 16-Bit- Stil ist so einer meiner Lieblingsgrafikstile zusammen mit Cell Shading und halt, ja, hyperrealistic Grafiken. Beziehungsweise ich finde, die Grafiken sollten nicht zu hyperrealistisch sein, weil die Spiele dann echt schlecht altern. Aber so ist 16-Bit doch echt was Schönes. Kommen nachher auch, das kann ich auch spoilern, das werdet ihr euch ja denken, dass wir nachher auch noch... Oh, die Fledermaus müssen wir ein bisschen aufpassen. Dass wir nachher noch 32-Bit bekommen. Und wir bekommen eine Story. Wir haben die Story freigeschaltet nach jahrhundertlangem Frieden. Trat eine uralte, böse Macht zurück ans Licht, um die Welt von Evolandia zu bedrohen. Ihr seid eins der wenigen verbleibenden Mitglieder des Ordens der Drachenritter, dessen Aufgabe es ist, die Welt zu bereisen und in den Notleidenden zu helfen, das Böse zu bekämpfen. Dank des jahrhundertlangen Friedens hattet ihr in letzter Zeit nicht gerade viel zu tun, aber es sieht so aus, als würde sich das bald ändern. Ha! Da scrollte der Text plötzlich sehr schnell. Hilfe! Wir haben die Handlung freigeschaltet. Und 256... Wie...
256-Bit-Farbanzeige. Jetzt muss ich ganz kurz gucken, ob es da drüben noch was gab. Das sieht ja richtig modern aus. Ja, natürlich gab es hier noch was. Ein Stern! Ich denke nicht, dass ich alle Sterne sammeln werde. Moment, ich speichere gleich mal. Ich denke nicht, dass ich alle Sterne sammeln werde. Aber es... Ja, wir werden recht viele finden. Die sind ja jetzt nicht so geheim versteckt. Zeichenanzeige. Zum Glück scheint euer Held diese Zeichen lesen zu können. Dieser Pfad ist nur für wendige Abenteurer geeignet. Okay, ich glaube... Es ist gerade noch etwas unangenehm mit der Steuerung. Weil die halt... Ja. Der Dimensionsstein versperrt den Weg. Versucht es mit dem Pfad im Osten. Jetzt haben wir aber die freie Bewegung freigeschaltet. Das heißt... Jetzt ist die Steuerung, wo ich mich gerade drüber beschwere, jetzt ist die Steuerung nicht mehr so klobig. Damit können wir auch hier durch. Einmal speichern. Und hier drüben, da kommen wir noch nicht lang. Huch! Inventar! Klickt das Symbol an oder öffnet es mit Tab. Huch! Und hier haben wir Gegner, die wir zuerst zum Leben erwecken müssen, bevor wir sie angreifen. Halt aufpassen! Och! Pfad freigeschaltet. Alle Monster zu töten ist bei eurer Quest. Ich weiß es nicht. Was ist denn in unserem Inventar? Ein Schwert. Ja, 30 Sterne gibt's. 30 Sterne gibt es. Und wir haben die Überwelt freigeschaltet. Die Welt zu erforschen ist nett. Nehmt euch aber vor zufälligen Begegnungen in Acht. Und wir haben den rundenbasierten Kampf freigeschaltet. Gehen wir zu einem anderen Kampfstil über. Wusch. Der klassische... rundenbasierte RPG-Kampf, den damals jedes Spiel hatte. Oder fast jedes Spiel. Wir haben 50 Glees gewonnen, was auch immer das ist. Und wir haben Mode 7 freigeschaltet. Sah fantastisch aus, als es seinerzeit 1990 eingeführt wurde. Ja, der Mode 7-Chip. Der gute alte Mode 7-Chip, wo dann jedes Spiel, das rausgekommen ist, meinte irgendwie diesen auf Biegen und Brechen diesen Mode 7 Chip zu integrieren ins Spiel. Und dann jedes Spiel irgendwie eine Sequenz hatte. Na, ist nix. Wo der Mode 7 Chip benutzt wurde. Wir haben den Ortsnamen freigeschaltet, die Wiese. Schauen wir uns hier mal ein bisschen um. Hier können wir speichern. Speichern. Haben wir hier irgendwas Verstecktes? Denn hier endet auch der Punkt, bis zu dem ich vorgespielt habe. Ich bin jetzt gerade relativ schnell durchgekommen, tatsächlich. Ich bin sehr positiv von mir überrascht. Gute Arbeit, Daro. Gute Arbeit. Ah nein, jetzt habe ich zwei aktiviert. Das wollte ich nicht. Ja! Und natürlich können wir die nicht von vorne angreifen. Ich habe das nicht erwähnt, weil ich dachte, das ist klar, weil die von vorne eben ein Schild haben. Dann müssen wir auch wieder alle vier besiegen. Komm, geh weg. Geh weg. Geh weg. Du auch. Geh weg. Geh weg. Geh weg! Und wir haben eine Truhe freigeschaltet. Mit dem Dorf. Warum ist die Musik in Dörfern immer so nervig? Und ein NSC. Endlich jemand zum Reden. Oder auch nicht. Reden wir mal mit dem. Tut mir leid, mit Kindern rede ich nicht. Oder auch nicht. Hier haben wir doch bestimmt irgendwo einen Stern versteckt, oder? Lass mich in Ruhe und spiel mit den anderen Kindern. Die scheinen hier Kinder nicht zu mögen. Die kinderfeindlichen Dorfbewohner. Tut mir leid, mit Kindern rede ich nicht. Was soll das denn? Erwachsene sind nicht lustig. Sie beschweren sich ständig über uns Kinder. Wenn ich bloß einen Wachssamen essen könnte, dann wäre ich kein Kind mehr. Der Samen, den ich gefunden habe, ist dabei in den Brunnen gefallen. Dort unten ist es dunkel und ich habe Angst, ihn zu holen. So, so, in den Brunnen, sagst du. Warum du uns das wohl sagst? Ich will mir hier nur einen kleinen Überblick schaffen. Da haben wir zum Beispiel die Kiste. Freigeschaltet Häuser betreten. Ihr könnt jetzt beliebig in die Privatsphäre anderer eindringen. Wundervoll. Hier haben wir auch noch eine Schatzkiste. Gastwirt, falls ihr etwas müde seid, wartet ein warmes Bett auf euch zu einem fairen Preis.
Den brauchen wir aber noch nicht. Sehr gut, dann können wir uns jetzt auch in den anderen Häusern ein bisschen umschauen. Ich finde die Musik gar nicht nervig hier in dem Dorf, eher ein bisschen entspannend. Haben wir hier etwas? Ja, schalten wir bestimmt hier frei. Den Ladeninhaber, bei diesem Kerl könnt ihr jederzeit eure Gil ausgeben. Was auch immer unsere Gil sind. Vermutlich die Währung. Wie ich darauf gekommen bin, ich weiß es nicht. Ich muss ein Genie sein. Wo ist jetzt aber da? Ist der Brunnen, von dem das Kind geredet hat. Diese Tür ist verschlossen, was sich wohl dahinter verbirgt. Ein Secret. Den Brunnen betreten. Vorsicht, dort unten ist es dunkel. Wir haben den geheimen Ort freigeschaltet. Was zum Teufel habt ihr hier zu suchen? Dann essen wir den Samen. Huah! Und auf einmal sind wir groß. Freigeschaltet größer werden. Was haben all diese Kinder in Videospielen zu suchen? Und hier haben wir noch eine Schatzkiste. Die Karte Wurm. Eine neue Karte, um Doppelzwilling zu spielen. Wie gesagt, aber es dauert doch ein bisschen, bis wir rausfinden, was Doppelzwilling ist. Also logischerweise ein Kartenspiel, das... Ich... Papunika heißt der Ort hier. Ich hoffe, das ist soweit klar, wenn wir hier Karten finden. Aber was haben wir hier? Die Karte Talk. Das ist auch so ein Talk. Fremdenbetten können wir nicht schlafen, schade. Na gut, dann quatschen wir mal mit den Leuten hier ein bisschen. In den Höhlen da vorne gibt es ziemlich starke Monster. Mit eurer derzeitigen Ausrüstung lassen wir euch nicht vorbei. Das heißt, wir müssen vermutlich beim Ladenbesitzer Sachen kaufen, oder? Die Kristallhöhlen im Norden sind ein gefährlicher Ort. Angeblich lebt Kefkas Geist dort. Doch noch kein Abenteurer ist zurückgekehrt, um davon zu berichten. Ja, woher wisst ihr dann, dass der da lebt? Ich habe etliche merkwürdige Geräusche in den nördlichen Höhlen gehört. Ist das etwa ein Dungeon? Vorhin hat uns ein Mädchen besucht. Ist sie eure Freundin? Freigeschaltet, Freundin! Nein. Willkommen in Papunika. Wir wünschen euch einen angenehmen Aufenthalt. Papunika, so, so. Was habt ihr denn zu verkaufen? Willkommen im Abenteuerladen. Bitte gebt euer ganzes Geld hier aus. Danke. Trank, Langschwert, Kupferrüstung, Phoenix Down. Ich kauf mal eine Kupferrüstung. Eure Verteidigung ist erhöht. Ah, wir haben auch ein neues Menü. Okay. Durch das sich aber irgendwie nicht navigieren lässt. Ich schätze mal, dass wir ein bisschen grinden müssen, dass wir noch ein Langschwert kaufen, bevor der uns da durchlässt. Außerdem, bessere Erfahrung schadet ja keinem. Und im Notfall schätze ich mal, dass es so wie in jedem anderen RPG ist. Alles andere wäre auch etwas seltsam, dass wir beim Gastwirt einfach eine Nacht bleiben können und uns dann heilen. Das wäre definitiv naheliegend. Jetzt habe ich leider nicht aufgepasst, wie viel Gil wir gewonnen haben. 150 haben wir wieder. Ein Emuk. Das Kampfsystem hier, also so wie das gerade ist, erinnert mich immer so an die alten Final Fantasy. Die 50 haben wir gewonnen. Also an die ganzen rundenbasierten Final Fantasies. Oder, gab's nicht auch einen Golden Sun-Teil, der das grafisch so hatte? Bin mir jetzt gerade gar nicht sicher. Ich habe generell viel zu wenig Golden Sun gespielt. So, was hat das Schwert gekostet? Können wir es uns leisten? Ah ne, hier ist es Inn, hier ist das Gasthaus. Wo wir uns vielleicht auch nochmal... Wo wir auch nochmal eine Nacht verbringen sollten. Das ist die Phoenix Down, seltene Karte. Und das Langschwert für 100. Euer Angriff ist erhöht. Ich hätte aber echt gern die seltene Karte. Einfach, um sie zu haben. Vielleicht, ich schätze mal, dass wir hier nochmal zurückkommen. Ich weiß es leider nicht mehr. Dann verbringen wir hier eine Nacht beim Gastwirt. Ihr seht müde aus. Möchtet ihr euch für 10 Glees in unserem gemütlichen Gasthaus ausruhen? Ja, machen wir mal.
wollt ihr das Spiel speichern, aber sicher. Zum Speichern werde ich hier keine Möglichkeit mehr auslassen nach dem letzten Mal. Wo wir einfach gestorben sind. So, das heißt aber, jetzt sind wir richtig ausgerüstet. Das heißt, wir müssten rechts hier weiter können, oder? Nehmt euch auf den Weg zu den Höhlen von den Monstern in Acht. Okidoki. Wenn du das sagst. So, da haben wir die nächste Schatzkiste. Erzwungener Kampf. Jemand ruft um Hilfe. Ich habe gehört, wie jemand um Hilfe gerufen hat. Sie wurde wohl von diesen Monstern angegriffen. Ich hätte vielleicht ein paar Tränke mitnehmen sollen. Oh, wir machen Schaden. Gegen die Skaven. Danke, dass ihr mich von diesen Monstern gerettet habt. Ich brauche den Kristall aus der Höhle, um mein Heimatdorf zu retten. Helft ihr mir? Hier scheint dem Szenario die richtige Verzweigung zu fehlen. Erzwungene Wahl. Bitte gebt einen Namen ein. Keris. Gut, dann heißt sie jetzt Keris. Das klingt nach so einem Klischee-NPC-Namen. Ich würde hier aber trotzdem gern noch für die seltene Karte sparen. Zumal hier höchstwahrscheinlich irgendwas versteckt ist, so wie das hier aussieht. Nein? Doch! Die versteckte Wiese. Nice. Was haben wir hier? Die Karte Schleim für Doppelzwilling. Wie, das war's? Ah, nee, hier sind echte Forscher. Und es gab auch gleich das Achievement. True Explorer, also echte Forscher. Die haben hier eine geheime Höhle gefunden. Mit mehr Skaven. Was auch immer das ist. Das sind Maulwürfe mit Blumen auf dem Kopf oder so. Man weiß es nicht. Ich habe mich auf jeden Fall schon verlaufen. Damit hat die Höhle ihr Ziel erreicht. Aber immerhin können wir ganz gut. Mal 60 Glees, hier kommen wir schnell auf unser Gold. Das ist super. Das ist super. Damit können wir gleich im Dorf eine seltene Karte kaufen. Und wenn es auch immer nur einer ist, dann kriegen wir ja auch nicht viel Schaden. Hier ist eine Schatzkiste. Ein Stern! Ja, sammelt alle versteckten Sterne in Evoland. Wie gesagt, werde ich vermutlich nicht tun. Da ist nichts drin. Dann gab es oben rechts noch einen Weg. Ich habe mich gar nicht so verlaufen, wie ich dachte, dass ich mich verlaufen hätte. Das ist gut. Das ist gut. Dann gehen wir hier rechts nochmal rum. Ist wahrscheinlich auch nur eine Sackgasse. Vielleicht haben wir da noch eine Karte oder so. Das wäre cool. Nö, hier haben wir gar nichts. Gut, dann wieder auf... Oder ging es hier noch nach rechts? Nein, gar nicht. Dann wieder auf die versteckte Wiese. Haben wir hier noch eine Schatzkiste? Auch nicht. Schade. Gut, dann würde ich sagen, soll es aber für heute erstmal gewesen sein. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Ja, dann lasst ein Däumchen nach oben, da würde mich sehr freuen. Um keine weiteren Folgen zu verpassen, abonnieren nicht vergessen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin und ciao, ciao.